Bobbig. Genau, hi, ich bin Marco Schneider, ich arbeite bei der Active Group GmbH, die auch der Veranstalter dieser Konferenz ist. Ich bin ein kleines bisschen nervöser, als ich dachte, weil ich bin lustigerweise, glaube ich, das 10. Mal, glaube ich, in Zahlen auf der Bob, nicht das 10. Jahr, und bin das erste Mal als Speaker da. Hatte ich jetzt noch nicht bisher. Genau, Hyper JavaScript Fatigue und die Hyper Media Renaissance. Großspuriger Titel, wir schauen gleich mal, was damit passiert. First off, das ist natürlich, muss ich einmal so framen, alles viel davon ist einfach meine Meinung zu einem größeren Themenkomplex, so darf man es, glaube ich, sehen. Und ich glaube, dass da noch viel Hirnschmalz rein muss, bis man alles davon ganz ideal so nutzen kann. Damit wir aber zu Hyper kommen, müssen wir erstmal kurz eine kleine Frage beantworten oder zumindest meine Gedanken zu dieser Frage. Und wo kommen eigentlich die ganzen kleinen JavaScript-Frameworks her? Also, wir haben irgendwie ganz viele kleine JavaScript-Frameworks und React, klein ist ein bisschen fies, ja? Also React, Vue, Angular und so weiter und so fort. Es gibt natürlich furchtbar viele Gründe, warum wir die haben. Für manche Leute, die irgendwie jetzt in den letzten paar Jahren einsteigen, ist es ja the way to go, so baut man halt Apps. So. Es gab aber auch mal eine Zeit, und ich gehe gerade noch so in die Zeit, wo ich noch so HTML geschrieben habe und so. Paar von euch vielleicht auch. Ich habe jetzt mal so ein paar Gründe rausgepickt, warum ich glaube, wie wir da hingekommen sind. Also wir haben so in den 90ern eigentlich irgendwie angefangen und 2000er haben wir irgendwie, was wollten wir da eigentlich haben, was hat uns nicht gepasst? Ja, irgendwie, wenn man auf einen Button klickt, dann flasht die Seite und dann gibt es eine neue Seite. Das hat irgendwie war ein bisschen doof und irgendwie hat sich alles nicht so angefühlt wie eine native App. Das war natürlich cooler und das hätte man gern gewollt. Und irgendwie wollten wir auch komplexe Sachen bauen. Google Sheets wäre jetzt damals mit Fast CGI halt kompliziert gewesen, einfach. Wahrscheinlich auch nicht so richtig möglich. Und was wir unterwegs noch gemacht haben, ich weiß nicht so richtig warum, wir haben so Teams aufgeteilt, Backend, Frontend, das ist vielleicht, keine Ahnung, ob wir das wollten, aber das haben wir dann irgendwie bis währendher mit entstanden. Das ist, was wir wollten, keine Übergänge mehr, Interaktivität. Und was haben wir da schon irgendwie bekommen? Wir haben irgendwie Single-Page-Applications bekommen, also wir haben ganz große JavaScript-Apps gebaut. Und damit wir so große JavaScript-Apps bauen konnten, hat sich natürlich relativ schnell irgendwie durchgesetzt, dass wir nur für Frameworks haben. Also für ein relativ einfaches Problem. Zu Anfang haben wir große Frameworks gebaut. Also anstatt, dass wir früher auf vielen verschiedenen Hypertext-Seiten rumnavigiert haben, haben wir jetzt einmal den Hypertext ausgeliefert, so ein Stück in HTML, meistens fast leer, und dann halt riesen viel JavaScript, das eigentlich den ganzen Rest macht. Also hat funktioniert, ja, wir haben ja jetzt coole Apps, aber wir haben noch einiges dazugekriegt, wo man es vielleicht nicht so richtig immer will. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal so große, also so diese blöden datengetriebenen Dinger, man hat irgendwie 15 Selects, wo 5000 Möglichkeiten drin sind und da soll dynamisch mal was ausgetauscht werden, hier und da, und dann will man scrollen und alles wird langsam. Eigentlich einfach, ist ja eigentlich ein HTML-Dokument, sollte ja nicht fix gehen, ist aber nicht so, und beziehungsweise doch, wenn man viel Performance-Tuning betreibt. Dann und wann. Vielleicht bin ich auch nur zu doof, keine Ahnung, könnt ihr mir das im Nachhinein sagen. Außerdem haben wir irgendwie alles, was wir im Server mal gemacht haben, auf dem Client irgendwie neu erfunden. Also Routing haben wir neu erfunden, History, das Model, wir haben Client-Side-Model, wir haben Client-Side-State, wir haben irgendwie alles wieder gemacht, was wir schon mal hatten. Wir haben irgendwie so relativ komplizierte Bildstrecken, ich bin immer mal überrascht, wenn man sowas kompilieren will, was man da irgendwie alles braucht, und dann muss man es irgendwie. Mike ist nicht da, oder? Transpilen, also man darf sagen Transpilen, da kriegt man uns auf den Sack, wenn man das sagt. Dann darf man es irgendwie noch webpacken, da hat man noch Dependencies, alles kompiliert man da rein, dann kompiliert man es nochmal, heißt man schreibt alles in eine Datei. Und ja, das irgendwie ja, ist halt neu. Testing ist auch kompliziert, vielleicht für funktionale Programmierung ungewohnter kompliziert, weil React-Apps testen sich irgendwie wie diese OOP-Apps. Ich muss halt einfach so ganz viel orchestrieren, wie State hochziehen und ganz viele Sachen. Und dann habe ich sagen, wenn ich auf den Button klicke, wird er rot oder so. Und das muss ich ganz schön viel irgendwie machen. Das Konfigurationsproblem ist immer noch so ein bisschen kompliziert. Wie kompiliere ich da Konfiguration rein? Oder frage ich den Server am Anfang einmal nach der Konfiguration? Alles ein bisschen kompliziert. Und auf jeden Fall haben wir ganz viele Frameworks, die Probleme lösen und gut lösen. Also ich will niemand tun. Gibt super coole Sachen einfach. Ich frage mich nur, ob das so richtig das ist, was wir wollten. Ich möchte aber eine spezielle Sache herausgreifen, die jetzt da dabei nicht dabei war. Und das ist, dass wir eine Sache ganz besonders bekommen haben. Das sind datengetriebene APIs. Also das Ding, das wir alle bauen heute, sind eigentlich so JSON-APIs. Also
Request irgendwie, also man sieht da jetzt, da gibt es irgendeine API mit so einer Version, kann man sich irgendwie einen Client holen, so Usus wäre, dass das wahrscheinlich die ID ist und man sieht es auch ein bisschen in der Antwort, 123, Active Group und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das ganz cool, bis man sich so fragt, was das eigentlich bedeutet. Also wir sind eigentlich so ein bisschen d'accord damit und die Clojure-Leute, die sagen, it's just data. So, ja geil, das ist auch just data. Das heißt halt nicht so richtig viel. Was heißt das? Also ich kann das hier bekommen, aber wie geht es jetzt weiter? Also wer sich nur grob erinnert, es gab es mal eine Zeit lang, dass wir das gemacht haben. Also andere Ressourcen gab es mal eine Zeit, wo man das hier in die Antwort reingeschrieben hat. So, da gibt es jetzt noch die URL mit der Methode, mit der HTTP-Methode und so weiter. Also es ist nicht so, dass es das nicht gab. Machen wir gerade nicht mehr so richtig. Gleiche Frage, also hier Orders, vom Gefühl her denke ich, das sind wahrscheinlich IDs und gefühlt sage ich jetzt, ist hier wahrscheinlich gibt es hier, wahrscheinlich kann ich Order und 1 schreiben, dann kriege ich irgendwas, das weiß ich nicht so richtig. Hier gibt es noch so einen Status, weiß ich auch nicht so richtig, was der bedeutet, also Active, ja, kann auch als anderes noch geben, also am Ende muss ich, wenn ich einen Client daraus machen, werde halt super viel wissen eigentlich darüber, was diese Daten bedeuten, ich muss sie halt interpretieren. Und das ist genau der Punkt, dass irgendwie ganz viel von dem Wissen, seit wir das dann nicht mehr in diesen JSON-Payload reinschreiben, geht halt alles über Sidechannel. Jetzt muss ich den Swagger aufmachen und mal gucken. Swagger UI, Entschuldigung. Muss man aufmachen und halt gucken, was da rauskommt. Wenn es da jemand reingeschrieben hat, top. Wenn es automatisch generiert wird, dann weiß ich, wie dein Schema in der Datenbank aussieht. Ist auch cool, oder zumindest in deiner Schnittstelle. Für die UI interessiert mich das aber nicht, wenn ich der Client-Programmierer bin, dann hilft mir das nur bedingt, weil ich muss ja ständig diese Daten interpretieren, die ändern sich und irgendwie, also auf der Seite zuvor schaffe ich das jetzt, genau, heißt Active, dass ich was Bestimmtes jetzt machen darf, was ich nicht darf, wenn da Archive steht, das ist alles so Wissen, das halt nirgends in den Daten drinsteht, also so richtig toll ist das mit den reinen Daten auch nicht. Behalten wir mal kurz im Kopf, für einen kurzen Moment. JavaScript-Fatigue, was bedeutet das? Wir haben irgendwie in dieser JavaScript-Welt, ich weiß, also ich habe das Gefühl, ich setze voraus, dass ich zu WebentwicklerInnen spreche, die so ein bisschen diese Schmerzen alle auch schon mal gespürt haben. Und falls nicht, dann herzlichen Glückwunsch. es gibt halt einfach die ganze, man geht auf Hacker News und, also das ist ja jetzt so ein alter Hut, irgendwie, ja, haha, gibt da ständig neue Frameworks, aber es ist halt wirklich so. Wir machen ständig neues Zeug und um unseren Job gut zu machen, haben wir das Gefühl, wir müssen es irgendwie lernen und dann aber hinten vergammelt trotzdem irgendwie alles und ist halt immer noch da und ja, irgendwer hat da halt mal so ein Ding, haben wir halt mal mit Vue gemacht. Das macht halt, also, aber dann haben wir doch Angular benutzt und irgendwie ist es halt noch da alles. Haben wir nicht mehr so richtig Bock drauf, vielleicht. Ich bin dem auf jeden Fall müde. Ich bin vor allem müde, diesen Mist jedes Mal neu zu erfinden. Browser History, also ja, die Frameworks bringen das alle mit, aber die Frameworks gibt es, damit Sachen, die eh funktionieren, funktionieren. Also History vor und zurück. So, wenn man jetzt jemand in den 90ern erzählt, dass Mitte der 2010er jemand drauf kam, wie man das noch anders machen könnte, damit es wieder fast funktioniert. Außer halt meistens nicht, weil ihr kennt es, wenn man stolpert. Also geht halt nicht. Ja, der Preis dafür, dass man JavaScript mittlerweile auch im Frontend ausführt. Ne? Ja, das war eine scheiß Idee. Es hätte alles Node bleiben sollen. Oder Dino, oder Bun. Ja, das gehört alles ins Becken. Deep Links muss man sich auch ständig neu überlegen. Also warum? Früher habe ich jemandem einen Link gegeben und dann kam ich auf die Seite. Und jetzt muss ich als Entwickler hier jetzt muss ich mir dann extra Gedanken machen. Ja, das ist irgendwie doof. JSON-API-Churn ist noch so ein Ding. Also ich weiß nicht, diesen Begriff, den gibt es und den gibt es nicht. Also manchmal bedeutet das eine, man ist an, ich benutze den jetzt mal so. Wir beziehen uns immer auf Web-GUIs. Ja? Wenn ich irgendwie an meiner GUI was ändern will, heißt das meistens, ich muss halt ein API ran. Und meistens ist das ein anderes Team. Und dann frage ich, ja, Heli, kannst du mal nicht da noch das Feld zurückgeben? Oder aber Heli sagt dann, nee, kann ich nicht, weil wenn ich das ändere, dann geht da drüben der Client kaputt. Weiß ich nicht. Also irgendwie, das hängt halt alles furchtbar zusammen. Und alles nur, weil, also behaupte ich jetzt, ihr könnt ja gerne protestieren, alles nur, weil eigentlich, ich wollte halt nicht, dass die Seite einmal flasht, wenn ich einen Button drücke. Also, das, ja, keine Ahnung. Also was könnte man machen stattdessen? Also lasst uns mal kurz JavaScript vergessen. Was hätten wir denn eigentlich gebraucht, damit das so funktioniert, wie wir uns das gewünscht hätten? Also ich behaupte jetzt einfach mal, was wir so hatten.
Navigation schreibt man groß. Navigation zwischen Seiten hatten wir vorher, also klick, neue Seite. Was wir gewollt hätten, wäre, es soll sich so anfühlen, als wäre es halt so eine App. Sag ich mal, auf meinem Mac so eine App auf und dann kommt halt das nächste Ding. Klick, klick, klick. Wir haben jedes Mal die ganze Seite neu geladen. Cool wäre, wenn ich weiß, die Tabelle kriegt jetzt nach der Suche 3 neue Einträge. Also es wird ja eigentlich reichen, nur die zu ändern. Also teilweise neu ändern. Vergisst man gerne, wie basic dann doch HTML ist, die einzige Variante, wie man Interaktivität bekommt, ist Anchor Tags und Forms. Es gibt nichts anderes im Browser, das irgendwas Interaktives kann. Schon ein bisschen weird. Also es gibt zwar so kleine Interaktivität, also Checkboxen kann ich mit Markup zwar sagen, aber das hat keine Semantik, das bedeutet nichts. Ich bin nicht interaktiv, ich sehe zwar was, aber um den Zustand voranzutreiben, kann ich nur das machen. Also cool wäre, wenn ich jetzt jedes Element zumindest viel mehr damit versehen könnte, Interaktivität irgendwie reinzubringen. Und zu guter Letzt, auch irgendwie weird, 2024, man kann nur Get und Post machen mit HTML. Also es ist jetzt nicht um irgendwas, das ist irgendwie doof oder so, es ist halt interessant, weil HTML5 war wann 2010? Ich weiß, es ist ein bisschen her schon, da gab es auch schon Put und Patch und irgendwie. Kann man aber nicht machen, da muss man JavaScript nutzen. Oder Curl. Also alle HTTP-Verben nutzen wir auch irgendwie total cool. Genau. Jetzt kurz einen Schluck drin. Ich bin tatsächlich nervöser als gedacht. Okay. Genau. HTMX, also ich weiß gar nicht, was im Talktail drinsteht, nicht so richtig, aber in der Beschreibung. HTMX, eine Variante, die behauptet, genau das zu tun. Also, was ist HTMX? Hypermedia. Eigentlich alles, was wir schon hatten, plus die paar Sachen auf der Tabelle. Eigentlich ganz easy. Was bedeutet das? Wir können mit HTMX all das machen, und das schauen wir uns gleich ein bisschen mehr en Detail an. Wir können Ajax machen, CSS-Transitions, Websockets, bla bla bla, alles drin, alles cool. Der Witz ist nur, dass wir das Ganze als ganz kleine Extension haben. Also wir haben eine kleine JavaScript-Bibliothek, um dann kein JavaScript mehr schreiben zu müssen. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob es gut ist oder nicht, aber wir binden eine JavaScript-Bibliothek ein und ich behaupte, danach muss man eigentlich fast kein JavaScript mehr schreiben. Ihr kennt es vielleicht, oder ich weiß nicht, das Elixir hat sich so durchgesetzt mit so Live-Views, das haben irgendwie einige schon gesehen, da werden, glaube ich, so ein bisschen auch, bin mir nicht ganz sicher, kann HTML hin und her geschickt oder JSON oder was? Keine Ahnung. Irgendwas. Irgendwas wird hin und her geschickt. Aber JSON, was dann den Div im HTML ändert. Okay, perfekt. Also, ähnliche Idee. Gibt in Ruby gibt es, glaube ich, also in Ruby und Red gibt es, glaube ich, Turbo oder so, sowas ähnliches, also auch so HTML-Fragmente hin und her zu schicken. Die Idee ist, ganz schmales Ding, sprachagnostisch, anders als Turbo, anders als Live-Views. Es ist einfach eine JavaScript-Bibliothek, kann ich überall einbinden. Was tut sie? Ganz zentral, sie ersetzt diese JSON-Idee durch HTML. Das klingt jetzt erstmal blöd. Also anstatt, dass wir irgendwie JSON hin und her schicken, kriegt das HTMX vom Server immer neues HTML. Schauen wir uns gleich ein Beispiel an. Wir können auf alle DOM-Elemente draufklicken, um Ajax-Requests zu erzeugen. Und das Coolste ist eigentlich, das ist alles eine, ich habe es deklarative DSL genannt, in Wirklichkeit sind einfach HTML-Attribute. Kann ich irgendwo dranhängen, schauen wir uns gleich an. Den Rest ignorieren wir mal für den kleinen Moment und schauen uns mal ein abstrakteres Beispiel an. Hier ist ein Webbrowser, sieht man an den Dots hier oben, und dann ist hier der Webserver. Ganz traditionell fangen wir oben mit so einem GET-Request an und kriegen so einen Dings zurück, hier so ein HTML, so wie sonst auch. Und da drin ist ein kleiner Button. Und der Button sieht eigentlich aus wie immer, außer dieses hxget. Das ist eins von diesen Attributen, die man da reinschreiben kann. Und was steht jetzt hier? Hier steht hxget foo. Wenn ich hier draufklicke, was passiert dann? Es geht ein get-Request an den Webserver. Hxget bedeutet, wenn du diesen Request absetzt, schickt es zum Server und der Server schickt neues HTML zurück. Weird, aber okay. Und setzt es dort ein, wo der Request herkam. Button ist weg, div ist da. Das ist eigentlich in der Nutshell das ganze Grundprinzip von HTMX und Hypermedia. Schau, warum ist es vielleicht eine coole Idee? Also noch mal das heißt, aber danach darf ich es nicht mal anklicken, ne? Schauen wir uns gleich an. Aber in dem Fall nicht. Danach, also kannst du anklicken, ist ja dann weg, kannst du anklicken. Das ist ein Button, den man noch mit zurückschicken. Schauen wir uns gleich an.
Ajax-Markup, genau. Also ich kann sowas wie dieses HX-Get gerade an jeden DOM-Knoten ranschreiben und natürlich kriege ich, weil haben wir ja gesagt, wir wollen noch mehr benutzen, kriegen HX-Post, Put, Patch, Delete. Vielleicht auch noch mehr. Also ich weiß nicht, von Preflight oder so könnte man glaube ich noch schicken. Und Head? Head könnte man noch schicken. Naja, diesen ganzen Krimskrams kriegt man, kann man jedes DOM-Element ranschreiben. Was kriegt man noch? So eine kleine Sprache für, was machen wir eigentlich mit der Antwort? Deine Frage, kann man gleich nicht mehr auf den Button klicken? Ja, der Default ist, wenn ich da draufklicke, ersetzt das, wo geklickt worden ist, wo das Ding herkam, mit dem Ergebnis. Wir können aber auch sowas sagen, hier gibt es HX-Target, das heißt, wo soll die Antwort hin im DOM? Und was man da hinschreiben kann, ist irgendein Query-Selector. Also ich kann mein Body damit ersetzen, ich kann die ID targeten, ich kann alles Mögliche damit machen. Und das Letzte, was man noch sagen kann für Responses ist, wie soll ich das Ding ersetzen? Also gerade haben wir das Default-Beispiel, das ganze Ding wird ersetzt, es gibt auch noch andere Varianten, also Outer HTML wäre so der Default, also Inner HTML, also ich kann die Kinder von meinem Ziel setzen, ich könnte sagen Before End, wenn ich ein gewisses Element anfügen will, vor dem Schluss, oder After End, vor, bin mir nicht ganz sicher. Genau. Und dann gibt es noch einen letzten kleinen Trick, und das ist Triggern, also ich habe jetzt gerade immer von Klicken gesprochen, aber HTMX hat so eine Notion von nativen Events, also Input, Selects und Text Areas on Change irgendwie, Forms on Submit, alles andere on Click und das kann ich überschreiben. Also ich kann sagen, dieses Formular, ne, diesen Input will ich on Click auslösen, weil ich irgendwie funny drauf bin oder so. Genau. Bevor wir zu dem richtigen Beispiel kommen, jetzt nochmal ein kleines, damit es richtig klar ist. Also hier so ein Stückchen HTML-Code. Wir sehen hier HX-Get, HX-Target, HX-Swap. Und jetzt haben alle eigentlich schon verstanden, wie es funktioniert, schätze ich mal. Was passiert jetzt? Geh zum Server, frag nach den Results mit der Antwort. Die Antwort kommt dahin, innen rein. Also hier. Und das ist genau das, was passiert. Das ist die Antwort vom Server. Der schickt jetzt einfach so ein HTML-Fragment. Und da kommt es rein. lächerlich simpel, eigentlich gar nicht 45 Minuten Talk wert. Vielleicht bin ich ein bisschen früher fertig. Aber diese Folie lohnt sich ganz kurz noch anzuschauen, bevor ich mein Glas Wasser voll mache. Also, was haben wir jetzt schon mal bisher? Also, wir haben eigentlich, würde ich sagen, eine deklarative Sprache für dieses ganze Ajax-Giraffe. Wir schreiben hin, was wir wollen. Wir wollen das dort so. Da steht nirgends wie. Außerdem, ihr erinnert euch an diesen Mini-Rant über datengetriebene APIs. Kommen wir gleich nochmal im Detail dazu, aber man kann mal überlegen, warum mir das jetzt gegeben an dem, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht besser gefallen würde. Aber im Prinzip, das beantwortet die Frage nach, was kann ich damit machen? Ich kann draufklicken und die Details lösen, ich kann sie deleten. Wenn es später mal nicht mehr geht, weil der Status nicht passt, dann schicke ich das hier halt nicht mit. Also der Server kümmert sich um den ganzen Kram, während der Client ziemlich dumm ist. Genau, und damit das wirklich ziemlich easy peasy ist und man doch ganz coole Sachen damit machen kann, habe ich ein kleines, aber trotzdem interessantes Beispiel noch mitgebracht. Jetzt schauen wir uns gleich an, ob ich das auch hinbekomme. Nicht in der Zeit. Du bist bei 15:23 Uhr. Du hast also 15 Minuten? Nein, 15 Minuten hast du um 30, also hast du 7 Minuten plus 15 Minuten. Und dann sind richtig mehr viel als Zeit. Ich habe sogar meinen Schweißfluss abgeschnitten. okay, jetzt mal gucken. Ich bin der weltschlechteste Tipper. Das wissen leider alle, die mir öfter im Jitsi zugucken dabei. Ganz, ganz kleine Anwendung. Anwendung ist vielleicht fast übertrieben. Das ist ziemlich übernommen aus den ganzen Beispielen, die wir sonst so kennen. Was passiert hier? Ist eine kleine Kontakte-App. Falls sie noch funktioniert, kann ich hier irgendwas eintragen. Ja, Tobias, ich dox dich, glaube ich, nicht, wenn ich Stuttgart sage. Die Seite ist so einfach, dass wir gar nicht gesehen haben, dass sie gerade neu gerendert hat. Aber man wird es natürlich hier im Network-Tab irgendwie sehen vielleicht. Wenn ich den vorher schon angehabt hätte, danke Firefox. Hat man gesehen, oder? Kam hier wieder so ein Slash zurück. Und dann ist unser Mensch mit ASDEF auch wieder da. Außerdem haben wir so eine kleine Ansicht. Wir sehen irgendwie, hier sind 10 Menschen in meiner Kontakte-App. Ist es denn groß genug von da hinten? Ja, wahrscheinlich, oder? Ist auch nicht so furchtbar interessant. Und man kann hier so ein bisschen drin suchen. Wenn ich jetzt gucke, wen kenne ich alles in Berlin?
durch Enter, dann kommt es alles raus. Das ist jetzt wirklich WebDev 101, so wie man es früher mal gelernt hätte, wo man noch das PHP-Modul in Apache reingemacht hat. Aber funktioniert doch super. That's my point, ja. Es funktioniert super, ja. Aber mit so ganz bisschen mehr könnte man es einfach so eine Stufe cooler machen, die vielleicht schon reicht. Soll ich mal die Börse machen? Selbe Seite nochmal und mit dem einzigen Unterschied, dass ich jetzt hier sowas habe, dass ich eine Live-Suche habe. Ihr kennt das, glaube ich, unter dem Stichwort Active Search zum Beispiel. Gibt es wenigstens so wenig, wie das mit BE anfängt, Tatsache. Finde ich was, wo sich die Ergebnisse noch sauberer runterfiltern? Ja, sowas. Also Prinzip klar, Active Search. Man tippt und während man tippt, kriegt man Ergebnisse. Das Coole in dem Fall ist, dass es mit Zero JavaScript gemacht wird. Und warum ist das jetzt cool? Weil die Änderung wirklich pillepalle einfach ist. Wichtig, ich habe gesagt Sprachgenosse, wir sehen gleich ein ganz kleines bisschen Clojure-Code. Das hat den einzigen Grund, dass ich was gebraucht habe, was ich schnell schreiben kann und weil ich eine, ich habe es mal in OCaml kurz geschrieben und es gibt in OCaml einfach keine vernünftige HTML-Templating-Sprache, wo ich HTML-Template-Files hinschmeißen kann. Und ich wollte, dass wir HTML-Code sehen. Denn, das ist natürlich die große Preisfrage, ist das groß genug? Ja. Okay, also was sehen wir? Wir sehen was ganz Einfaches. Wir sehen so eine blöde HTML-Seite. Das ist nicht so furchtbar wichtig, was wir sehen. Wir sehen nur, hier sind so ein paar Templates mit drin. Also hier ist jetzt New Contact Form, da ist das Search Form und da ist noch so die Anzahl, habt ihr vielleicht gesehen, und die untergefilterte Anzahl. Und also nichts Tolles, nichts furchtbar Spannendes. Wir gucken es uns nur einmal an, um zu wissen, was wir ändern müssen. Der Context-Table ist so, wie man es sich irgendwie vorstellen würde. Das ist so ein bisschen Table-Markup. Wichtig ist, dass da oben steht ID gleich Context. Die wollen wir gleich benutzen. Hier wird so ein bisschen drüber iteriert über die Kontakte. Okay, was ist noch wichtig? Richtig wichtig ist eigentlich unser Search-Form. So sieht das halt aus, wenn man so ein Formular macht in HTML. Also da oben ist die HTML, Webentwicklung 101 im ersten Semester, Action/Method Get. So, und wir haben da gesehen, was wir machen wollen, wir wollen diese Active Search einbauen. Und ohne, dass wir jetzt groß viel Code schreiben, kann ich ja einfach schon mal eigentlich zeigen, wie es geht, ganz einfach. Also, ich habe gesagt, wir können an jedes Element Ajax-Requests hinhängen. Das bedeutet, unser Form, das bleibt jetzt mal hier stehen, wir schmeißen nur die Actions weg. Stattdessen haben wir gesehen, was haben wir da oben gehabt? Wir haben ein HX, also wir hatten ein Get, ersetzen wir durch HX-Get. Und wo haben wir hingegettet? Hier. So, ich habe den ganzen Rest auch schon gezeigt. Wir wollen, dass wir wissen, okay, der Server gibt uns jetzt HTML zurück. Also gut, HX-Target, wo soll der Kram hin? In den Context-Table. Heißt der Context oder Results? Weiß ich nicht mehr. Context. Okay. Ja, genau, oder nicht? Danke. Was wollen wir machen? In dem Fall, der Einfachheit halber, wollen wir einfach den ganzen Table ersetzen. Funktioniert das jetzt schon? ich glaube, in dem Fall muss ich tatsächlich, weil ich sehr hemdsärmelig gemacht habe, kurz die App neu laden, weil es die Resources nicht automatisch neu lädt. Oh, Address in Use, okay. Welcher Lümmel hat die Adresse schon benutzt? Du warst es. Oh, falsche App. Sekunde. Also, es soll auch nicht funktionieren, es soll nur anders nicht funktionieren eigentlich. Ah, okay, gut. Also, funktioniert noch nicht. Perfekt. Wir müssen jetzt eine Sache auf dem Server kurz ändern. Und dazu müssen wir jetzt kurz Clojure Code anschauen, aber wirklich nur busy. So, ohne dass ihr da viel lesen können müsst, es reicht eigentlich aus zu wissen, das ist der Händler, der sich um den Request kümmert und hier steht Render Template Space, das wir vorhin gesehen haben. Und das hat halt unser ganzes Ding sich hier gerendert. Wenn wir jetzt unterscheiden könnten, ob das ein HTMX-Request ist oder nicht, was wir können, können wir stattdessen sagen, wenn es kein HTMX-Request ist, macht das, was wir vorher gemacht haben. In dem Fall, wenn das ein HTMX-Request ist, reicht es eigentlich, wenn wir nur diesen Context-Table zurückschicken. Dann müsste eigentlich reichen.
Ist ein bisschen doof, dass ich das jetzt so gemacht habe. Aber gucken wir mal, ob es funktioniert. Das ist mein Schweiß fotografieren, die Sau. meine HX-Request-Methode habe ich leider noch nicht einkommentiert. Natürlich die große Frage, ob es jetzt geht. Nö, geht hast nicht. Du, hast du mal genau? Jein. Man muss natürlich, wenn man diese HTMX-Bibliothek benutzen will, das ist ganz wichtig und eigentlich sogar essentiell wichtig, dass man die einbindet. Sonst kann es natürlich nicht funktionieren. Deswegen habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Ich bin wirklich ganz toll vorbereitet. Entschuldigt bitte, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ich habe ja noch 15 Minuten Zeit. Genau, danke. Hält es jetzt seit 3 Minuten hoch, also habe ich vielleicht noch 12 Minuten 14. Zeit. Ja, ist es doch eigentlich. Also irgendwas habe ich wohl unterwegs. Das ist doch falsch hingeschrieben. Ich habe wohl was nicht richtig gemacht. Sorry. Bootstrap hat ein XJS. Ist eigentlich gut, ne? Aber vielleicht tut es halt jetzt doch schon, weil das jetzt alles geht. Ist natürlich immer so, wenn man versucht, live was zu zeigen, dann ist es so einfach, dass es nicht funktioniert. Habe ich vielleicht was hier in dem... entschuldigt, jetzt wird es dann doch kompliziert und ich glaube, ich höre gleich auf und beschließe, dass es vielleicht doch nicht wert ist, es zu machen. Einmal kurz die DVD machen. Nö, sieht eigentlich gut aus. Hat das gerade nicht schon funktioniert? Ja, ich weiß nicht. Ey, musst du nicht Enter drücken? Also woher weißt du? Nein. Musst du nicht Enter drücken? Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte nicht Enter drücken und deswegen war ich jetzt wieder im Kopf eine Stufe dümmer. Ich habe noch gesagt, man muss es ja auch triggern. So, vielleicht war das ganze Problem. So, das muss ich jetzt echt tatsächlich kurz herkopieren. Hier hat man es ja gesehen. Upsi. Wenn es jetzt nicht tut, dann verspreche ich euch, hör mal auf. Das Witz, man kann es noch so oft auch ausprobieren. Ah, man muss es noch. Profis bei der Arbeit zuschauen. Es ist noch nicht so richtig, wie ihr seht. Ich habe hier noch so ein bisschen falsch gemacht. Aber im Wesentlichen ist schon fast richtig. Also hier kommen die Ergebnisse mit rein. Man kann auch mal kurz gucken, was da jetzt eigentlich zurückkommt. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder den Network-Tab zu spät aufgemacht. Nee, habe ich nicht. Ich bin immer nicht ganz sicher, ob man im Firefox den Kollege hier unten größer bekommt. Aber man sieht es, man kann es ein bisschen erahnen. Table, Context, bla bla bla, kommt da rein, wo es hingehört. Hier unten steht jetzt noch so was dran, das man nicht gut lesen kann. Hier steht filtert Context Count 2. Das soll ja eigentlich hier oben stehen. Und das ist noch ein kleiner Kniff, den ich vielleicht noch zeigen will, wenn ihr noch nicht zu gelangweilt seid. Es gibt so ein kleines Problem, das man bei so React-Anwendungen, das ich immer habe, und das ist, was ist, wenn der State und der DOM überhaupt nicht zusammenpassen, den man trackt. Also man macht irgendwie an der einen Stelle von der App was und muss ganz da drüben irgendwie diese Änderungen reflektieren. Also wenn ich jetzt diese, das steht jetzt nah beieinander, aber wenn ich diese Tabelle hier dynamisch filtern will, in JavaScript und weiß, hier sind zwei Dinger drin, muss ich jetzt entweder sowas machen wie Redux und so eine DB haben, wo so eine Subscription drauf ist, die mir sagt, jetzt ist das Ding 2, jetzt ist das Ding 3, oder ich muss den Zustand händisch irgendwie da hochtragen, immer den DOM entlang, weil diese React-Dinger, die gehen halt davon aus, dass du einen DOM-Baum hast. Und dann muss dieser Change da durch. Was jetzt hier in HTMX ist, es, bitte? Oder in Kontext benutzen. Genau, es gibt verschiedene Varianten in verschiedenen Frameworks, das zu lösen. Die Variante, wie das in HTMX funktionieren würde, wäre, dass man hier dazu schreibt, hier gibt ein Out-of-Band-Swap und den kann man machen oder nicht machen. Und damit kann ich quasi sagen, ich schicke dir immer meine Antwort mit, die du eh schon haben wolltest. Und Out-of-Band-Swap heißt, man nimmt einfach hochgepackt noch mehr Antworten mit und schreibt die da rein, wo sie hingehören. Also sagt, wenn ich dir diese Antwort schicke, so wie wir es hier unten gesehen haben, dann schieb die an die richtige Stelle hin. Und dann, wenn ich das gemacht habe, wird man vielleicht sehen, ich mache noch einmal Core auf, das war glaube ich das letzte Mal, dass ich es mit Live-Coden ausprobiert habe. OOP-Filtert habe ich das genannt, nicht filtert OOP. Starten wir nochmal neu.
Sorry, Bianca hat echt oft gesagt, ich soll langsam machen und konzentriert sich jetzt wieder schnell und doof. Wieder, man muss keinen Clojure-Code lesen können unbedingt. Man sieht nur, hier kommen halt zwei Dinger zurück. Ich rendere das eine Template, ich rendere das andere und sage, mach da bitte OOB damit. Also schreibe in das Template rein, mach einen Out-of-Band-Swap. Und wenn das jetzt richtig funktioniert, danke, müsste ich eigentlich sehen, dass sich die Zahl hier mit ändert. Und ich weiß nicht, wer dieses Ding hatte, mit, wie das in jedem JavaScript-Framework halt macht. Ich finde es total chillig, das so zu machen für Client-UIs, ne? Wo alles einen Namen hat. Also so Top-Level-Sachen kann man damit gut machen. Ich würde damit, glaube ich, nicht so gerne tiefes Zeug machen, aber genau. Vielleicht belassen wir es dabei, weil ich glaube, das hat das Timing technisch ganz gut hingehauen. Immerhin hat es am Ende geklappt. Es ist jetzt nicht der Riesen-Wow, aber ich glaube, was man einigermaßen sehen kann, wenn es sich jetzt wieder verbindet, ist, dass das Ganze eigentlich ganz gut funktioniert. Also für den kleinen Fall, nachher kann man dann drüber streiten, wie gut es wirklich funktioniert. Genau, HTMX. Ich kenne den Typ nicht, aber er hat ein Video, das heißt The Case Against HTMX, und er sagt da despektierlich, it's as if the entire website doesn't exist anymore. Ich habe jetzt eine Weile damit verbracht, HTMX-Apps zu schreiben, und es ist überraschend, wie weit man eigentlich damit kommt. Also es sieht erstmal ein bisschen doof aus, aber eigentlich ist es relativ cool. Natürlich, das Beispiel, das ich jetzt gerade gemacht habe, hätte man in jeder React-Dings auch machen können und halt anders und genauso kurz und so weiter. Also das geht jetzt gar nicht darum, ob das jetzt besser ist als eine JavaScript-Anwendung. Es ist halt anders gemacht irgendwie. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, was bleibt davon irgendwie übrig? Also ich finde irgendwie ganz cool, dass wir schreiben ja ganz häufig, ich schreibe ganz häufig interaktive Web-Apps, wo sich das Interaktive darauf bezieht, was irgendwie in dem Rahmen sich eigentlich abläuft. Also relativ, keine Google Sheets schreibe ich normalerweise, sondern halt so kleinere Sachen. Und was ich davon will, ist dieses Zustände und so weiter. Das geht eigentlich ganz gut. Und wenn ich das so mache, ist ja jetzt gesehen, das ist ein Template oder in deiner Programmiersprache und halt im Backend gemacht, der Client wird irgendwie zu einem, das ist halt der Browser, so, der macht jetzt nicht mehr so richtig viel. Finde ich irgendwie cool, und die UI-Beschreibung ist tatsächlich nur das HTML, das Markup, und der Zustand ist irgendwo, lebt er halt im Server drin. Und das behaupten ja viele Frameworks, dass quasi die View ist eine Funktion des Zustands, aber das ist ja meistens nicht so. Also View ist meistens eine Funktion des Zustands und aller Actions, die passieren, und aller Effekte, die passieren können. Und alles, was über ein WebSocket kommt, und alles, was im Local Storage steht, und so weiter. Dann finde ich tatsächlich cool, dass diese, also ich weiß nicht, wenn das keine deklarative Sprache ist, dann weiß ich auch nicht, weil ich muss wirklich nichts machen. Also fair, das ist eigentlich eine Karikatur, ja. Also das schreibt ja niemand, der React schreibt. Aber so schreibt man es halt in JavaScript hin. Das hier. Das ist irgendwie, dann das dranhängen, dann muss ich sagen, das Ding. Wie versus was. Also man kann tatsächlich relativ schön hinschreiben, was man gerne hätte. Ich habe irgendwie dieses Web-JSON-APIs als Standard angeschaut, und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, nachdem ich jetzt länger drüber nachgedacht habe, ob das eine gute Idee ist, eigentlich immer so eine JSON-API zu haben für jeden Furz, wenn wir eine GUI machen wollen. Wenn wir einen Service haben, der Daten verteilt, super. Aber wenn wir sowas haben, was insbesondere diese typische, ich brauche eine View auf meine Datenbankanwendung für den Kunden, muss das eine JSON-API sein oder tut es auch was anderes? Für programmatischen Zugriff, klar, für Webclients, für GUIs, weiß ich nicht so richtig. API-Versionierung ist nochmal so ein Elend. Und API-Versionierung ist ein Ding, das hätte man mit diesem Hypermedia-Ansatz gar nicht gehabt, weil, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ist dem Client völlig egal, in welcher Version er die Antwort bekommt. Weil er bekommt ja die ganze Antwort. Also, wenn die Detailansicht für den Client von heute auf morgen auf ein anderes Backend rutscht, dann muss ich im Client ja nichts ändern. Kommt ja nur ein anderer String zurück. Es kann sogar von Request zu Request unterschiedlich sein. Das ist eigentlich völlig wurscht. Haben sich früher mal Leute was Schlaues überlegt, und das ist Hypermedia und HTML, und wir benutzen gar nichts mehr davon. Und eigentlich wäre es ganz cool, das alles so ein bisschen zu benutzen. Genau, und noch muss man natürlich dazu sagen, ich habe gerade schon dieses mit dem IsHX-Request gesehen. Das sieht ja so ein bisschen aus, wie wenn man früher nach dem Accept-Header gefragt hat. Und eigentlich ist das so ziemlich genau das Gleiche. Es sagt Accept JSON, Accept HTML, bla bla. Accept HX Response könnte man eigentlich fast sagen. Also wenn man es braucht, auf dem einen Endpunkt, weil falls ihr, wie ich am Anfang dachte, brauche ich jetzt 15 Endpunkte für jeden Furz in meiner GUI. Ja, bitte? Geht das rekursiv? Kann ich in den Snippet HTML, das ich zurückgebe, wieder JavaScript einbetten, der dann wieder ja. HTX aufnimmt?
Ja. Also die haben auf ihrer Beispielseite sogar so Zeugs wie, wie mache ich denn was, was sich irgendwie immer wieder refresht? Weißt du, ja, du machst halt so eine Komponente und die hat einen Trigger mit einem Delay von einer Sekunde. Ob man es machen soll, weiß ich nicht, aber klar, das ist ganz explizit so gedacht, du baust rekursive Strukturen damit auf. Das heißt, wurscht, das funktioniert da. Endless-Scrolling geht sicherlich auch und sowas, oder? Bitte? So ein Endless-Scrolling? Ja, Lazy-Loading und sowas, das geht alles damit, ja. Mhm. Ja. Habe ich jetzt natürlich nicht gezeigt, ich will euch eigentlich nur teasen, dass ihr es euch nachher mal anschaut. Ja. Dankeschön, sorry. Ich habe immer so hingeguckt, aber ich gucke nicht durch meine verschwitzte Brille. Was ist mir sonst noch so aufgefallen, damit wir jetzt in aller Kürze noch zum Ende kommen, man muss natürlich über die Cons reden, die jetzt alle kommen. Also damit baut man keine Progressive Web Apps oder sowas. Also das Ding funktioniert nur, wenn du eine stehende Verbindung zu deinem Webserver hast. Der muss halt da sein, weil die GUI kommt vom Webserver. Du kannst natürlich was cachen oder so, aber die GUI kommt vom Webserver. Ist nichts irgendwie. Machst du nicht als Homescreen-App auf dein iPhone, wenn es dann bald wieder geht oder... Geht schon wieder, ich weiß es nicht genau. Also wir müssen immer eine Verbindung zum Server haben oder zumindest immer, wenn wir was Interaktives machen wollen. Mit Caching meine ich jetzt das Zeug, das wir in JavaScript als Caching bezeichnen, also so ein bisschen Antworten vorhalten, ein bisschen State und so weiter. Geht nicht genauso, aber es gibt ja HTTP-Caching und sowas, also kann man ja auch machen. Clevere Datenhaltung meine ich sowas wie, man hat dann schon was im Local Storage, also man hat ein paar Cookies rumfahren, klar, aber im Session Storage steht was, im Local Storage steht was, muss man ein bisschen anders machen. Und ich glaube, wenn es jetzt gar so komplex wird, weiß ich auch noch nicht, ob ich es unbedingt benutzen würde. Wie gesagt, Google Sheets damit zu bauen, geht bestimmt und irgendjemand sagt dann, kriegt man so GitHub-Sterne, aber benutzen wird man es wahrscheinlich nicht so wirklich. Also es ist kein Drop-in-Replacement irgendwie für alles und das sage ich als jemand, dessen Firma selber so ein React-Framework-Ding sie hat und es auch cool ist, aber ganz ehrlich, ich hätte einige von meinen Projekten lieber so geschrieben, als die ganze JavaScript-Toolchain noch hinten dran zu hängen. Und es ist wahrscheinlich auch, das meine ich jetzt im Sinne von, wenn du so eine API hast mit vielen spezialisierten Clients, ja, dann macht das schon okay irgendwie. Dagegen, wenn du so eine CRUD-Anwendung hast und so weiter, wenn es dir um das Moderne geht, nicht Neuland, bla bla, dann reicht das komplett aus, 5-6 Zeilen HTMX-Code. Also, das habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, aber der größte Hack heißt HXBoost und der macht nichts anderes als, jedes Anchor-Tag wird abgefangen und statt dass man die Seite neu lädt, nimmt er einfach den Content von der Seite und ersetzt den Body. Also, quasi, das Hauptproblem mit die Seite soll nicht flackern, kannst du erlösen, wenn du die, also, genau. Geht super schnell. Wie weit kann man es treiben? Weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Talk habe ich ein Beispiel gebaut über ein paar Abende, das dann aber so ausufernd wurde, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert. Da habe ich irgendwie so eine Chat-App gebaut, die an eine Websocket dranhängt, so Notifications broadcastet und den Chat so, also nichts Tolles, jetzt sieht auch nicht geil aus, aber es ist halt so alles, was man eigentlich brauchen würde in so einer modernen App. Es funktioniert eigentlich alles, muss man einmal ein bisschen sein Gehirn verdrehen. Hier war gerade ein Talk über Accessibility, ist mir auch dann irgendwie nochmal gekommen. Letztes Jahr hat Josefine einen Talk gehalten zu Web Accessibility und die Aussage war, oder das Ding war, mit dem ganzen JavaScript-Zeug ist es ein bisschen doof, weil halt alle Technologien, die man hatte, funktionieren nicht mehr und jetzt muss man alles neu erfinden. Nein, warum denke ich es nicht? Gut, kleines Beispiel, kleines Ding, aber... Was ich sagen will ist, das ist ja nur HTML-Zeug. Alles, was vor 30 Jahren schon funktioniert hat an Accessibility-Features, die mit dem Mist hier umgehen können, das funktioniert halt immer noch. Also man kriegt tatsächlich auch noch, je nachdem wie man drauf schaut, ein paar Sachen geschenkt. Jetzt muss ich wieder Play drücken, bevor ich dann wahrscheinlich gleich fertig bin. Danke. Letzter Punkt, damit ich der Frage schon mal vorweggreife so ein bisschen. Also ja, alles würde ich nicht damit machen, aber was Geiles ist, es passt halt irgendwie super geil zu so Webstandards, weil es ist ja nur so HTML. Das heißt, wenn du so eine Komponente hast, die so einen... Du willst eine Uhr anzeigen, die jede Sekunde tickt. Vielleicht muss man da nicht unbedingt so HTML hin und her schicken jede Sekunde. Dann machst du eine Web-Component, so ein isoliertes Ding mit einem Set-Timeout, das sich updatet und in meinem HTML-Code habe ich halt diese Web-Komponente drin. Super easy. So Form-Validation ist ganz schön weit gekommen. Also man braucht, also HTML-Form-Validation macht Standard. Ist eigentlich voll weit, man braucht gar nicht mehr so viel von diesen ganzen komplizierten Geraffel. Man muss nicht alles neu erfinden, man kriegt ziemlich viel dazu. Und ich finde es ziemlich cool, weil es irgendwie Bock macht, damit zu arbeiten. Und eigentlich wollte ich euch nur sagen, das macht Spaß und schaut es euch vielleicht mal an.
Und damit bin ich auch schon wieder durch, genau. Also danke an Active Group zum Beispiel hier. 0 Minuten. Wow. 0 Minuten zu Active Group. Ich durfte während meiner Arbeitszeit, ich habe es einfach gemacht. Was? Ah, Mike, scheiße. Genau, Bianca und Johannes haben super viel geholfen. Dankeschön. Und Matthias hat sich das Ganze auch am Dienstag an seiner Freizeit bis um 21:45 am Abend noch angeschaut. Vielen lieben Dank. Danke und wir haben noch ganz kurz Zeit für Fragen, glaube ich. Genau. Ja, ich habe mir die ganze Zeit gerade in der zweiten Hälfte gedacht, so jetzt, wenn du jetzt einfach HTMX durch jQuery ersetzt, dann würdest du den gleichen Vortrag halten. Ne? Also da hast du auch irgendwie, da könntest du auch so, ja, keine Ahnung, Ajax-Request, dann kommt halt HTML zurück, dann brauchst du ein Orakel, das dir die ganze Webseite generiert, dann klatschst du dann da rein, dann hast du es auch. Ne? Also bis auf die Syntax, was ist denn das Neue sozusagen? Ich habe mir dieselben Fragen auch gestellt, als ich den Vortrag gemacht habe und war auch irgendwie enttäuscht kurz, ah Mist, irgendwie habe ich es mit jQuery alles auch schon mal gemacht. Also erstens würde ich glaube ich sagen, dass es mit jQuery, das ist ein bisschen witzig, weil vor 3 Wochen kam jQuery 5 raus oder sowas. Und da dachte ich kurz so, eigentlich ganz witzig, jQuery ist schon ganz schön geil. Ich kann dir nicht so eine richtig gute Antwort geben, weil ich mir vorgestern dieselbe Frage gestellt habe. Ich weiß nicht. Also du hast ja auch diesen Kipppunkt, der ist ja auch bekannt. Fast. Ja. Da muss man gucken, ob der gleich ist. Ja, das müsste man mal rausfinden. Genau. Also ich kann es dir nicht so richtig sagen. Ich glaube, was ich sagen würde, ist, man spart sich noch ein bisschen mehr dieses Weggehen von der reinen Beschreibung. Also du musst halt, jQuery hat immer noch konzeptuell diese Idee von diesem JavaScript-Lebenszyklus. Also es fängt ja an mit Dollar, Punkt, Document, Ready und dann geht's los und so. Also hast noch so ein bisschen mehr, halt dieses weniger deklarativ vielleicht ein bisschen als das. Aber vielleicht, ich weiß nicht, könnte vielleicht gehen. Das fühlt sich noch ein bisschen FP-iger an vom Konzept her, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir mal nebeneinander stellen. Sorry. Du hast noch eine Frage. Ja, eigentlich keine Frage, sondern nur ein Beitrag noch. Also bei uns ist es so, wir sind in so einem eingeschränkten Sicherheitskontext, müssen wir arbeiten und können nicht alle möglichen Tools benutzen und müssen uns einiges auch selber schreiben. Und jetzt zum Beispiel so ein Mini-Padding-Poker kann man zusammen mit HTMX machen oder irgendwie so Clients, die mal schnell was losschicken. Ja. Das geht echt super schnell damit. Also, und es ist noch viel einfacher als jetzt zum Beispiel jQuery, weil ich ja nur beschreiben muss, was sein soll, was passieren soll. Genau, ja. Genau, ich schreibe. Danke, dass du das sagst. Jetzt komme ich nämlich auf meine Antwort, die ich dir halt gerade hätte geben müssen. Das ist mir nämlich dann nach dem Nachdenken aufgefallen. Das konnte ich jetzt nicht zeigen, aber das degradiert mega geil zu JavaScript geht aus. Also, ich habe das gerade eben so gezeigt, als wäre es nötig gewesen. In dem Search-Form hier die Action und den Dings wegzumachen. Das muss ich gar nicht. Also das nimmt Präzedenz über die native Funktionalität davon. Aber wenn du Klienten hast, die kein JavaScript haben, ich weiß, es kommt nicht mehr so furchtbar häufig vor, aber manchmal schon, das wäre ein Vorteil. Also du kannst deine App so schreiben, dass sie sag mal, graceful degraded zu einer ganz normalen HTML-App. Das wäre vielleicht ein so ein Ding, das ganz cool ist. Braucht man nicht ständig, aber es könnte mal, wenn mal wieder jemand auf die Idee kommt, dass er doch noch in den Explorer 10 hat und da hat er JavaScript aus, dann